Ja, liebe Leute, ihr seht ganz richtig, Stalker Gamma geht wieder los. Ich beginne den Story Mode ganz von vorne. Wer das letzte Let's Play gesehen hat, der weiß, da gab es leider im Kraftwerk ständig einen Absturz. Ich habe alles versucht, ich habe das gesamte Spiel neu installiert, ich habe upgedatet und was nicht noch alles. Es hat leider nicht funktioniert. Jetzt gab es ein Update für Gamma 091 ist es jetzt und jetzt dachte ich mir, komm, probier's nochmal. Wir sind ganz am Anfang. Und ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Irgendwie habe ich richtig Lust drauf. Und wir schauen mal, was ich hier so reißen kann. Wir haben nur Basic-Ausrüstung. Doppelläufige, so wie es aussieht. Pistole. Warte mal, kann ich den nicht anbringen auch? Ah ne, der ist schon dran. Ansonsten unser PDA natürlich. Wir haben einen Detektor und einen Receiver. Das belassen wir einmal so. Die muss ich tauschen hier. Die würde ich gern tauschen. Ja, machen wir es so. Die Pistole. Oh Leute, da sind wir wieder. Muss ich mich erstmal dran gewöhnen, wie das hier alles geht. Wo sind wir denn hier? Müssten im Sumpf sein. Ja. Ah, wie schön das ist. Das ist wie nach Hause kommen. Und mit jedem Update ist es so ein bisschen schöner, nach Hause zu kommen. Ich weiß nur grob, was neu ist in diesem Update. Habe mich da größtenteils rausgehalten aus noch mehr Infos sammeln und so weiter. Ich weiß, dass man jetzt noch mehr markieren kann und so weiter auf der Map. Aber alles in allem lasse ich mich da doch grob überraschen und schaue, wie es ist. Ich habe den Eindruck, dass die Waffenmodelle wesentlich schöner aussehen. Also das sieht hier schon sehr detailliert aus. Auch dieses Gravierte und so. Das sieht schon echt richtig gut aus. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Schauen mal, was er hier zu sagen hat. So, Special Assignments. Hat er Arbeit. Bye. Alles klar. So, wo sind die Herrschaften? Hier. Warte mal, folgt ihr mir jetzt? Ja, oder? Wo will er denn hin? Da hinten. Okay, dann wollen wir mal. Kommt er mit? Er kommt mit. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben nicht sonderlich viel Munition. 20 Schuss hier für die. So, dann schauen wir mal. Wir gehen mal lieber hier über die Brücke und so. Nicht so querfeldein. Das ist mit den Anomalien so ein bisschen zu gefährlich. Gerade so am Anfang, wenn man noch nicht gut geschützt ist. Und könnte sein, dass ich ab und zu nochmal in die Optionen muss oder so, um was zu ändern. Ich habe jetzt geschaut, dass ich alles so grob wie vorher
eingestellt habe. Allerdings nach jedem Update wird es wieder zurückgesetzt. Also sowohl das Problem mit der Musik, was ja mal war, weil das dann im Radio lief, dann lizenzierte Musik und so weiter. Als bestimmt auch viele Kleinigkeiten. Aber wir schauen jetzt mal. Es ist noch ein ganzes Stück da hinten, hinter der Kirche. Und irgendjemand schießt da. Wahrscheinlich auf Hunde. Das sieht einfach so gut aus. Das ist, also ich kann das immer noch nicht fassen. Ich schau gerade mal, weil die Minimap ist für mich neu. Normalerweise hatte ich diese, da haben wir schon einen Hund. Diese viereckige. Ich bin jetzt gar nicht sicher. Gar nicht sicher, ob der rote Pfeil zur Aufgabe zeigt, aber müsste er eigentlich sein. Gib mal her hier. Ich überlege gerade, ob ich das hier gleich mal... Na, komm, nimm mal. Da haben wir doch schon ein Artefakt, wenn mich nicht alles täuscht. Moon! Gib mir her, kann ich das einfach so nehmen? Brook Night Owl. Sehr schön. So, mein Freund, wir gucken noch mal kurz. Das ist da drüben. Ja, die Nebenwirkungen der Medikamente sind ja halt dieses Schummrige und das Schwindelige, aber das kriegen wir schon hin. So, jetzt geht's doch schon wieder ein bisschen besser. Wie gut einfach. Wie gut einfach. Stalker 2 hat es verdammt schwer, hier irgendwie ranzukommen. So, mein Freund, da sind wir. Lauf mal rein. Bring mir das Artefakt mit, bitte. Das liegt da, glaube ich. Nee, sind wir noch nicht da? Ach nee, auf der Minimap sehen wir es jetzt. Парни, все делаем в темпе. Чем раньше закончим, тем целее будем. Okay. Am Wochenende auch, oder? Was machen wir denn jetzt? Oh, er tut jetzt sein Zeug hier. Konstantin. Ich weiß nicht, ob es das jetzt war oder nicht. Er hat das ja seine Untersuchung gemacht, oder nicht? Ja, macht er weiter? Ah ja, okay. Ich darf nur nicht zu nah ran, scheinbar.
Ach, schön. Gut, dass das auch alles geklappt hat. Das ist wirklich so easy gemacht mit diesen 370 Mods oder was das inzwischen sind. Mit diesem neuen Launcher und Installer, das ist auch das Updaten. Das dauert dann 15 Minuten und dann ist alles installiert und man muss sich keine Sorgen um irgendwas machen. Außer eben, wie gesagt, die Option muss man alle nochmal neu einstellen. Außer natürlich, man speichert sich die irgendwo hin und ersetzt sie dann, dann ist das wieder so. Aber ich wollte alles einmal durchgehen und es ist so viel zum Einstellen. Da bin ich noch gar nicht zu gekommen, alles durchzuschauen. Mir war erstmal wichtig, dass es gut läuft, dass es hell genug ist, was es ja wirklich ist. Es sieht ja wirklich fantastisch aus. Also die Bilder, die ich von Stalker 2 gesehen habe, sehen jetzt nicht so viel anders aus wie das hier. Ich würde sagen, der größte Unterschied sind wahrscheinlich so Partikel und sowas. Aber wenn ich so auf den ersten Blick, würde ich sagen, das sieht absolut fantastisch aus. Und ich glaube, wir haben hier einen kleinen Bug. Er macht nichts. Ärgerlich. So, jetzt haben wir es. Guter Mann. Komm, wir hauen wieder ab. Sehr schön. Also die Minimap ist doch sehr praktisch. Mit dem roten Pfeil weist sie uns den Weg. Und dann schauen wir mal, dass wir den jetzt zurückbringen. Unsere erste Kohle absahen. Ah, da hinten. Nicht sterben, mein Freund. Wir müssen hier raus. Müssen wir mal eben schauen, ob das Strahlung von sich gibt. Stunner. Chance to stun mutant if within 2 meters. Okay. Tapeworm. Bist du da? 26 Meter? Wieso trödelst du denn so? Da hinten. Wenn alles gut läuft, treffen wir auf niemanden mehr jetzt auf dem Weg zurück. Könnte natürlich immer noch sein, dass hier irgendwelche Hunde kommen oder andere Mutanten, aber alles in allem sollten wir eigentlich easy durchkommen. Und ich habe nichts an diesen Ausdauereinstellungen verändert, aber wir haben verdammt viel Ausdauer. Also unten links, neben der Facecam, der untere Balken, der steht für die Ausdauer. Und der ist normalerweise innerhalb von 10, 15 Sekunden durch. Ruhig, ruhig, Kollege. Ja, jetzt bist du nett. Okay. Die sehen doch auch irgendwie anders aus, die Typen hier, oder? Aber ich beschwere mich nicht. Also ich habe durchaus auch so ein bisschen Lust drauf, das Ganze ein bisschen leichter zu spielen. Einfach nur die Atmosphäre so aufzusaugen und in dieser Welt zu sein. Sich mit vielen Dingen Zeit lassen, nach und nach kleine Missionen machen, um ein bisschen Kohle zu haben und so. Ich habe im letzten Let's Play habe ich schon gemerkt, es wäre vielleicht nicht schlecht, mehr Kohle zu haben, um dann hier und da mal Waffen auszuprobieren zum Beispiel. Oder eben besser vorbereitet zu sein, wenn die größeren Mutanten kommen oder so. Das ging schon alles irgendwie. Ich habe mich da so durchgekämpft, aber das ist auf jeden Fall so ein Genießerspiel. Da ist Zeit ganz viel wert irgendwie und auch dieses ruhige erstmal irgendwas ausspähen und schauen, was gibt es da vorne, sind da Feinde, wie viele sind es, kann ich welche leise umbringen. Und ich höre hier schon Musik, das heißt, da ist noch irgendwo das Radio an, aber das können wir auch überspringen einfach. Warte mal, wo muss ich dich denn hinbringen? Hier vorne?
Nur hier, sonst findest du nicht nach Hause. Dann komm mal her hier. Komm mal her. Hier. Hier, komm mal hier. Da. Ja, kannst ruhig schneller gehen. Sehr gut. Okay. Yes, 9250. Ein Container haben wir bekommen. Zeig mal her, der hier für die Artefakte. Die eben verstrahlt sind, kann ich da reinbringen. Super. Ach toll. Dieses Spiel macht so viel richtig. Damit hätten wir die erste Mission... erste Mission schon erledigt. Und jetzt schauen wir mal. Was denn jetzt? Okay. RF-Receiver haben wir schon. So, der kauft diese Dinger hier für 900 und 621. Das ist mir zu wenig. Wir haben 14.250. Ich habe mich wieder für die Stalker-Fraktion entschieden. Sagt mir einfach irgendwie am meisten zu. Wir können jetzt die Kohle sofort rausballern für irgendeine neue Waffe oder sowas. Ich denke aber, wir sollten das noch ein bisschen aufheben. Kleine Mission machen, bis wir genügend Geld haben, um bessere Ausrüstung zu haben. Und alles in allem würde ich aber dennoch mal schauen, dass wir ihm hier was verkaufen. 93, das ist mir zu wenig. 71 ja für so einen Krempel hier. Warte mal, das geht noch. Wir haben maximale Tragekapazität von 52. Wir haben gerade etwa 23 dabei. Das Fleisch auf jeden Fall beim Jäger in der Train Station abgeben. Bei den Artefakten bin ich mir gar nicht sicher. Vision haben wir nichts und Headgear ebenfalls nicht. Vielleicht können wir da ja anfangen. Jetzt mal eben schauen, was war das? L, ja. Das könnte noch sehr relevant werden. Was hat er denn? Ansonsten schauen wir mal. Wir haben sogar noch zwei Batterien dabei. Das ist schon mal nicht verkehrt. Ansonsten Medizin wäre eigentlich nicht verkehrt. Hat er nicht. Okay, PDA. Wir haben es 10 Uhr früh. Das ist immer ziemlich relevant, finde ich zumindest. Denn wenn es Nacht wird, ist es fast unmöglich, für mich zumindest, hier irgendwie ohne Nachtsichtgerät sich zurechtzufinden. Und mit den Mutanten, die schnellen Hunde und so, machen wir nicht. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wo Saturn ist. Wieso sehe ich denn das? War das nicht dieses Zwischengebiet hier irgendwo? Zeig mal her. Es ist active. Sieht man das nur nicht vielleicht? Add Pin, Set Waypoint. Diese Pins sind, glaube ich, neu. Ich bin aber nicht ganz sicher. Ich glaube, man kann die dann markieren, wenn man irgendwas Bestimmtes gefunden hat. Ich weiß allerdings nicht. Ach, wahrscheinlich, weil wir das Gebiet noch nicht entdeckt haben. Aber das ist ja nicht schlimm. Ich würde sagen, wir ziehen einmal hoch und schauen, dass wir zum zur Rookie Village kommen. Damit wir da die Story starten. Und dafür müssen wir uns jetzt einmal durch den Sumpf kämpfen. Dann gucken wir mal. Ja, finde ich ganz angenehm mit der Ausdauer. Und die Schrittsounds. Und ich konnte in den Optionen die Lautstärke der Schritte einstellen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt erst entdeckt habe. Aber das konnte ich einstellen. Man kann jetzt einstellen, wie langgezogen Regentropfen sind. Und
alle möglichen Sachen. Ich habe auch Stealth Kills angeschaltet. Das bedeutet, wenn ich es schaffe, mich einem NPC zu nähern und den mit einem Messer oder einem Schalldämpfer zu töten und wir dabei nicht gesehen werden, dann alarmiert das auch niemanden. Ich kann nicht genau sagen, ob das vorher jemals anders war, ehrlich gesagt, aber ich musste es aktivieren und dann wurde mir das erst erklärt, was natürlich nicht schlecht ist. Wenn man tatsächlich mal in so eine Situation kommt und man nicht gesehen wird, dass man dann ganz in Ruhe mit einem Schalldämpfer da irgendwie aufräumen kann. Ansonsten gibt es hier wirklich hunderte Einstellungsmöglichkeiten. Von Sichtfeld über natürlich die normalen Sachen, Schatten, Sunrays, alle möglichen Dinge, ob man die mag oder nicht. Viele wahrscheinlich auch relevant, wenn es um Performance geht. Ich meine, ich bin bei 75 Frames, es läuft super flüssig. Hier und da ruckelt es mal, besonders dann in neuen Gebieten oder so, aber das geht schon. Dann kann man einstellen, wie schnell Sachen, die man droppt, despawnen sollen, ob sie überhaupt despawnen sollen. Dann sowas wie Unschärfe-Effekt, wenn man das PDA aufhebt, aufmacht oder so. Das habe ich alles ausgestellt, wie sehr der Kopf wackeln soll beim Laufen und so. Hier kann man sich wirklich komplett austoben und das ganz nach seinem eigenen Geschmack einstellen. Und zu allem Überfluss gibt es eben noch Reshade. Das sage ich jetzt für alle, die das vorher nicht gesehen haben bei mir. Ich habe das schon mal gezeigt, aber mit Position 1 öffnet man das und dann kann man hier einstellen, wie man quasi die Licht- und Farbeffekte und so haben möchte. Hier ein bisschen mehr Kontrast, ein bisschen weniger. Vibrance hier, das habe ich jetzt eingestellt. Da ist ein bisschen farbiger das Ganze. Man kann es schärfen, man kann Blumen rauflegen, man kann alles Mögliche. Und hier unten dann nochmal ganz detailliert. Ja, das sieht man aber. Ganz detailliert, wenn man sagen möchte, okay, ich will es 0,1 Schärfe haben oder was auch immer, dann kann man das hier alles einstellen. Und da kann man durchaus mit rumspielen, finde ich. Man kann es super farbenfroh machen, man kann es schwarz-weiß spielen. Man kann sagen, ich will es sehr super kontrastig haben und sehr dunkel. Hier ist wirklich für alle was dabei, finde ich. Und wenn ich mich so höre, klinge ich, als wäre ich so beim Teleshopping. Das gibt's nicht. Mit diesem Autoreinigungsmittel kriegt man das einfach sauber, ja? Aber ja, ich bin wirklich... Ich habe es schon mehrmals gesagt, in anderen Stalker-Videos, auch im Livestream habe ich es schon gesagt. Ich bete, dass Stalker 2 gut wird, wirklich. Und wenn es nicht von Natur aus gut ist, bete ich, dass es die Modder richtig, richtig gut machen. Ich würde sagen... Oh nein, ich brenne! Doch nicht. Sagen wir, speichern hier einmal. Wenn hier gerade keine Hunde sind, können wir vielleicht gerade mal schauen, ob wir hier irgendwas finden. Ja, ich weiß nicht, wie euch das geht, ob ihr da sehr optimistisch seid, was Stalker 2 angeht. Das, was ich gesehen habe, wirkt einfach zu sehr nach Tech-Demo und nach schnelle Schnitte, zack, 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 so. Ich weiß es nicht. Man konnte es ja, glaube ich, spielen. Auf der Gamescom war es, glaube ich. Ich habe davon nichts weiter gesehen. Ich habe jetzt auch nicht geguckt, ob es seitdem Gameplay-Video gegeben hat. Es sieht super aus. Wobei ich sagen muss, der erste Trailer sah richtig bombastisch aus und jetzt das Neueste, was rauskam, schon nicht mehr ganz so. Weshalb ich eben auch den Vergleich zu Stalker Gamma gemacht habe, weil das gar nicht so weit entfernt davon aussieht. Ich denke, wenn man es dann tatsächlich spielt, Stalker 2, dann sieht man einen Unterschied. Aber jetzt auf den ersten Blick würde ich sagen, das nimmt sich jetzt nicht so super viel. Aber ich... Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass ich davon noch nicht viel gesehen habe. Also das würde mich schon sehr wundern, wenn Stalker 2 nicht wesentlich besser aussehen würde. Aber so vom Gefühl her... Weiß ich nicht. Bin ich da sehr, sehr skeptisch.
Oh, oh. Aua. Nein! Oh Gott! Ja, willkommen in der Zone, würde ich sagen. Ja, und das nachts ist dann halt nochmal schlimmer. Gut, dass wir gerade gespeichert haben. Ja, und am Anfang ist das natürlich umso schwerer, aber ich finde ja kleine, flinke Feinde, das ist das Allerschlimmste in jedem Spiel. Und dann kommt noch ein ganzes Rudel auf einen zu, aber glücklicherweise habe ich dran gedacht zu speichern. Sonst wäre es richtig ärgerlich geworden. Ich schätze auch fast, dass mir die Pistole hier ein bisschen mehr bringt. Ja, mal schauen, wann Stalker 2 kommt tatsächlich. Also ich bin fast der Meinung, ich bin fast soweit zu sagen, bringt's nicht raus. Das ist dumm, weil die wahrscheinlich schon 100 Millionen reingesteckt haben, aber wisst ihr, ich will einfach nicht, dass das irgendwie so versaut wird. So müssen sich die Star Wars Fans gefühlt haben, als dann diese ganzen neuen Filme und Serien rauskommen und es immer weiter bergab ging. So. Oder arbeitet mehr mit den Moddern zusammen oder irgendwas, ich weiß es auch nicht, aber ich habe solche Sorge, dass das nichts wird. Dass ich es dann lieber gar nicht sehen möchte. Und ich bin offen dafür, dass es cool wird und das beste Stalker aller Zeiten. Aber ich habe halt auch Angst. Okay, dem Rudel sind wir jetzt scheinbar entkommen. Aber hier vorne werden Feinde sein. Ich muss zum Beispiel das Ducken noch toggeln, dass ich da nicht jedes Mal Steuerung gedrückt halten muss. So Kleinigkeiten eben, die das Leben aber doch wesentlich leichter machen und angenehmer. Und vor allem, wenn man daran gewöhnt ist inzwischen. Ich finde es auch ganz cool, wie er die Pistole hält, so ein bisschen schräg. Sollen wir mal schauen, da vorne steht einer. Achso, ich spiele es übrigens ohne dieses ganze Reparier deine Waffen und finde Bauwaffenteile und so. Das finde ich zu umfangreich und zu komplex. Da bin ich nicht der richtige Spieler für. Ich kaufe dann gern Waffen und so.
nur für diejenigen, die das interessiert. Also ich nehme mir gern die Zeit, um hier Missionen zu machen oder jagen zu gehen und dann Fleisch zu verkaufen. Aber dieses finde genau diese Mündungsbremse für das Gewehr und das musst du dann noch reparieren und so. Das ist nicht meins einfach. Da bist du dann 20 Stunden auf der Suche nach irgendeinem Gewehrlauf oder so. Da bin ich lieber ein bisschen der direktere Spielertyp, so Geld besorgen, kaufen, weiter. Zeig mal her, kann man das hier noch zu Kohle machen? So, die Dinger sind immer leer, ne? Das ist Zeug, da kann ich meinen Krempel reinhauen, glaube ich. Sonst nichts weiter. Ich bin ja sehr überrascht, dass hier nur zwei von den Typen waren. Überrascht und erfreut. Regnet's? Ja, das sieht auf jeden Fall anders aus jetzt, der Regen. Für diejenigen, die es interessiert, hier im Mod Configuration Menu kann man unter SSS Settings Rain und dann kann man sagen, wie die Render Quality davon ist, wie schnell fallen soll, wie lang die Tropfen sind, wie weit und so weiter, wie transparent. Also hier kann man eine Menge machen und ihr seht die ganze Liste hier. Das ist alles Zeug, was man einstellen kann. Einzeln, wie man was haben möchte. Also, für Leute, die hier gerne ihre Sachen selbst so... Oh, jetzt auch noch die Tropfen hier auf dem PDA. Hoho. Sehr gut. Ja, ich denke, da bin ich im richtigen Moment wieder eingestiegen. Auf sowas stehe ich ja total, auf die ganz kleinen Details, die es aber noch sehr viel besser machen, wie die Tropfen hier auch auf dem Ärmel und auf dem Handschuh und so waren. Super. Alles richtig gemacht. Und ja, mal schauen, ob ich jetzt der Story komplett so folge bis zum Ende oder ob ich eher so die einzelnen Gebiete viel erkunde und da dann schaue, was abgeht. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht, weil die Story jetzt nochmal von A nach B und so vielleicht grob, um da so ein bisschen besser Geld zu machen. Aber das sieht gut aus. Schaut euch mal die Tropfen auf dem Handschuh an. Unfassbar. So, jetzt schön vorsichtig. Hier vorne haben wir die nächsten Händler. Da müsste ich eigentlich mal ein bisschen Medizin besorgen, damit ich hier nicht drauf gehe. Ich wollte gerade sagen, warte mal, Cosplay oder was? Ich höre hier noch einen. Ist es der Regen? Oh, ich muss es toggeln, sorry. Zack.
Okay, das sind hier die üblichen Hansels. Es scheint alles okay zu sein. Ich habe ein bisschen Sorge, hier jetzt zu speichern. Der speichert beim Gebietsübergang automatisch. Das heißt, da vorne, 50 Meter weiter. Ich habe ein bisschen Sorge, jetzt zu speichern und dann wieder reinzuladen. Das kann ich nicht nehmen. Weil die dann wahrscheinlich direkt hinter mir stehen wieder und neu gespawnt sind. So, hier kann ich schlafen. Das ist nichts weiter. Ach, wir haben die Uhrzeit ja sogar unten rechts zu stehen, habe ich jetzt erst gesehen. Das ist sehr praktisch. So, gib mal her. Das machen wir so. So, ich glaube, der kauft nämlich... Sowas hier zum Beispiel. Wie null. Na dann nicht. 488, besser als nichts. Xenotech. Zeig mal her, was gibt er mir denn dafür? Auch nur 900, gleicher Preis. Das kann schon mal weg. 9 mm, weiß ich gar nicht. Kann ich das da raufhauen? Nee, leider nicht. Okay, das kann ich immer noch nicht machen. Nee, warte mal. Das lassen wir mal. Das können wir verkaufen. 4500, sehr schön. Munitionsmäßig muss ich mal schauen. Haben wir die hier? Das kann weg. Und das ansonsten. Das kann weg. Sehr schön, so, na, der hat natürlich wesentlich bessere Sachen hier im Angebot, aber für 22.000 kann ich mir zum einen nicht leisten und zum anderen ist das auch noch nicht so ganz nötig, glaube ich. Ich denke mal, warte mal, wir haben einmal das. 886, das ist schon ziemlich teuer, aber das ist Geld, was wir ausgeben müssen, wenn wir das hier überstehen wollen. Wie viel Munition haben wir denn? Wir haben noch da ein paar Schuss, das geht auch noch klar. See you later, Alligator. Leute, dann würde ich sagen, das war ein schöner Auftakt. Eine neue Let's Play-Runde Stalker Gamma. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich habe richtig Bock drauf. Und schaut euch nochmal den Regen hier an. Super. Bis dahin. Ciao.